Hallo Leute, meine lieben Freunde, und damit darf ich jetzt den Anfang gefahren Let's Play Okami begrüßen. Wir sind hier in der Sasa-Zuflucht und müssen jetzt mal gucken, wo Kaguya hingelaufen ist. So. Laut Karte, ja, da hinten, davor, mal gucken. Wir haben eins neue Waffe. Jeder. Ich würde nämlich eigentlich ganz gerne dieses Schwert bei dem behalten, weil das ist schon cool. So, Kaguya! Wo bist du? Wir laufen gerade nach Kusa, oder? Das dürfte. Ja, doch, das ist Kusa, glaube ich. Ah nein, das ist da, wo wir einen Hund gefunden haben. Jetzt bin ich echt mal gespannt, was hier abgeht. Jetzt bin ich echt gespannt. Kaguya und Herr Bambus. Okay, okay. Leute! Es geht weiter mit der Story. Ich bin mega gespannt, wie es weitergeht. Ich finde es auch cool, dass ich jetzt wieder nicht mehr vom Rücken sitzt, sondern auf meinem Kopf so mit sie ist. Hallo! Willst du fressi, fress, fress? Ich hab Fleisch, Fleisch, Fleisch. Guck mal, Tigerchen. Alles der riesig. Ah, Tiger sind auch so wunderschöne und tolle Tiere. Ja, viel Spaß bei fressi, fress, fress. Mach, mach. Okay. Darf ich jetzt auf dir reiten? Hui! 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 Komm mit! Ich nehme dich mit! Komm mit! Macht ihr mir eigentlich auch Damage? Das würde mich interessieren. Macht ihr mir viel Damage? Aua! Wir kämpfen! Wir spielen jetzt! Waff! Waff! Ich kann hier rumschubsen. Waff! 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 Oh, voll cool. So, okay. Lass mal ein Spiel weitermachen. Den Göttern sei Dank. Bist du das wirklich, Kaguya? Ich hätte nicht gedacht, dich je wiederzusehen, nachdem der Kaiser plötzlich in die Stadt Seikan rufen ließ. Kaguya, meine liebe Kaguya. Es kommt mir wie eine Ewigkeit vor, seit wir uns das letzte Mal sahen. Meine Güte, sieh nur all diese neuen Falten. Hast du dir so sehr Sorgen gemacht? Oh, Großvater. Ich dachte schon, dass ihr euch hier treffen würdet. Ich freue mich für euch beide. Oh, Kaguya, lass uns glücklich und zufrieden zusammenleben. Wir können meine Bambusware verkaufen, nur du und ich. Merkst du dir bitte, dass die sehr, sehr, sehr viel jünger ist als du? Weil das klingt mir gerade eher so nach Mann-Frau-Beziehung als Großvater-Enkelin. Ach, oh. Was ist los, Kaguya? Musst du wieder zum Kaiser zurück? Nein, das ist es nicht. Es ist nur... Ich kann nicht bei dir leben, Großvater. Wovon redest du da, Kaguya? Du bist doch nicht weggelaufen, oder etwa doch? Oder rennst du vor irgendwas davon? Ich wusste nicht, dass du hier bist, Großvater. Es wäre besser gewesen, wir hätten uns nicht getroffen, bevor ich abreise. Nein, nein, wäre es nicht. Wenn du deinen Großvater noch länger alleine lässt und er sich noch länger Sorgen macht und dann irgendwann vor Sorgen verzweifelt und stirbt und du ihm nicht mehr auf Wiedersehen sagen könntest, ist es deutlich, eine deutlich, deutlich schlechtere Entscheidung, zu gehen, ohne ihm was zu sagen. Generell, wenn irgendwas passiert, irgendwas Schlechtes, irgendwas Schlimmes, was irgendeinen anderen Menschen mit einbezieht und es diesem Menschen nicht sagt, es gibt nichts Dümmeres. Seid bitte ehrlich zueinander. Dankeschön. Abreißen? Wohin willst du gehen? Ich bin mir nicht sicher. Hier in der Erde der Sasa-Zuflucht ist das königliche Siegel eingelassen. Es ruft nach mir. Wow. Mal kurz was aufschreiben. Was zur Hölle? Moment. Zweite Folge. Gut. Plus Raymond.
Ich muss mir nur das in der zweiten Folge, wenn ich es nicht vergessen habe, ich habe ein paar Sachen reingeschnitten. Dann muss mir das nur aufschreiben, dass ich daran denke nach dem Schnitt. So. Was zur Hölle? Kaguya, was? Was machst du da? Es ist, als ob ich von einer unsichtbaren Kraft gesteuert werde. Unter diesem Siegel, tief unter der Erde. Dort wartet etwas mit einer Verbindung zu meiner mysteriösen Vergangenheit. Ich muss gehen. Ich muss sehen, was in diesem Loch ist. Bye. Vor allem abreißen. Sie springt in ein Loch. Es ist weit weg. Kaguya! Kaguya! Nein. Tu es nicht, Bambusmädchen. Es ist zu gefährlich. Geh nach, Emmy. Alles klar. Waff. Oh, nicht schon wieder. Oh, nein. Oh, hier muss das sein. Falls vielleicht das hier kaputt machen. Oh, Mann. Warum muss es eigentlich immer diese scheiß drecksgefickte Mom? Hä? Achso, ja, genau. Stimmt, mit links dann. Ja, hier runter irgendwann mal heute oder morgen noch. Das wäre toll. Bevor wir jetzt hier was machen, machen wir das mal kurz kaputt. Dann müssen wir die einmal rüber. Einmal hier bitte eine Bombe. Danke. Dankeschön. Hey, dann gehen wir nochmal hier weiter, weil ich sehe hier keinen bösen Dingsbums. Mom, kommen wir runter ohne Probleme? Ja. Dann darüber gleich. Ich hole mir nur mal eben hier die extra Zeit. So, ach, das war nur Yen. Vor allem nur. War nur. Ah, fuck, warte. Okay, Mom. Boah, das war nicht gut. Ja. Ich wollte eigentlich Wind zeichnen. Hat nicht so gut gemacht, ne? Oh, nochmal. Warte mal. So. Schnell, bevor sie auf die Idee kommt, links oder rechts zu laufen. Gut. Weiter graben. Darüber. Ah, I see what I have to do. Okay, Mom. Warte mal, das muss aufgraben. Muss ich auch mit hochnehmen, ne? Okay, ich sehe, was ist uns dahin. Ja, dann also. So, okay. Ja, nerv nicht, du ertrinkst ja nicht. So, warte, ist jetzt echt raus? Mädele. Komm ich so runter? Kannst du da bitte wieder reingehen? Und ein bisschen mitmachen? So. Mitmachsachen! So, jetzt darf ich hier rüberkommen. Gehen wir da weiter. Ja, läuft dieses Mal echt gut, würde ich behaupten. So. So, warte. Ich mache jetzt einfach mal den hier. Ich hoffe, das passt schon. Wo kommt wieder eigentlich hoch? Ah, stopp! Hörst du auf, in die Richtung zu laufen? Ah, ja. Mom, weh, du läufst da rein. Ich töte deine Familie. Hey. Kannst du ein bisschen schneller laufen, vielleicht? Dankeschön. Wir hatten noch 5 Sekunden Zeit. Das war ziemlich knapp. Aber wir haben es getan, Leute.
What? Das ist eine Ra- Was? Das ist eine Rakete. Das passt einfach null in diese Spielewelt. So, absolut. Ja, da passt da eine Rakete rein. Ich meine, ja, wir hatten die Sternbilder, wovon wir unsere Fähigkeiten bekommen. Aber eine Rakete in dieser Spielewelt? Ne, sehe ich nicht. Tut mir leid. Bambusmädchen? Was zur Hölle? Sieht aus wie ein Bambussprössling. Außer, dass es aus Metall ist und unglaublich groß. Wie mein... Das ist es, was mich gerufen hat. Das ist die Verbindung zu meiner mysteriösen Vergangenheit. Ah ja, jetzt sehe ich es auch. Die hat ja auch hier eine Astronautenhaube an. Hier. Ist mir noch gar nicht richtig aufgefallen. Stimmt ja. Warum seht ihr die Maus nicht? Jetzt. Kaguya. Ich wusste es. Ich wusste, dass dieser riesige Bambussprössling hier in der Sasa-Zuflucht vergraben lag. Das ist kein Bambussprössling, das ist eine fucking Rakete! Wirklich? Aber eines Tages vor vielen Jahren kam ich hierher, um etwas Bambus zu holen. Plötzlich erschien dieser riesige Bambussprössling direkt vor mir. Du kamst kalt und beinahe leblos herausgetorkelt. Dann verschwand dieser riesige Bambussprössling wieder. In der Erde, du warst kalt wie Eis und sahst aus, als würdest du jede Minute sterben. Ich nahm dich schnell auf den Arm und rannte nach Hause. Meine geliebte verstorbene Frau und ich pflegten dich wieder gesund. In dem Fall müsste man gesund übrigens klein schreiben. Grammar-Nazi! Wir hatten immer Kinder gewollt. Hey Leute, wer hat denn immer Kind gewollt? Schön, wollte immer Kind haben hier. Hier, Kind da. Schön, wollte immer Kind haben. Kinder oder ein Kind? Du warst wie ein Segen des Himmels. Du brachtest Freude in unser Leben. Ich konnte dir nicht die Wahrheit sagen. Er hat gerade meine Mulle geschrieben. Ich fürchtete, wenn du das herausfindest, dann würdest du diesen seltsamen Bambussprössling suchen gehen. Ich fürchtete, dass er dich uns für immer wegnehmen würde. Geh nicht, Kaguya. Großvater. Alter, diese Animation gerade so schlecht. Oh Mann. Ich habe dich und meine geliebte verstorbene Großmutter immer als meine wirkliche Familie betrachtet. Und dieses Gefühl wird niemals verblassen. Auch wenn ich gehen sollte, so bleibt mein Herz bei dir. Erinnere dich daran, aber ich kann nicht hier bei dir bleiben. Eine mysteriöse Kraft ruft mich. Ich kann ihr nicht widerstehen. Ich muss herausfinden, woher ich komme. Keine Sorge, ich werde zu dir zurückkommen. Aber ich muss es einfach wissen. Deshalb bitte ich dich, mein lieber Großvater, verabschiede mich mit einem Lächeln im Gesicht. Okay, das werde ich, Kaguya. Das werde ich. Geh wohin auch immer du möchtest. Ich bitte dich nur um eine einzige Sache, wenn du dorthin gehst. Erinnere dich immer an eins, du bist meine geliebte Enkelin. Vergiss das niemals. Du bist meine geliebte und teure Enkelin. Oh mein Gott, das ist so traurig. Oh, Großvater. Und cringy Animation. Bam. Das zerstört den Moment so ein bisschen leider, aber oh Mann. Sein teures Enkelkind. Hä? Oh, ich hab nicht an zu Hause gedacht. Oder so etwas. Nein, wirklich. Oh, Sohn. Sohn, Amaterasu, ich werde euch immer dankbar sein.
Ich werde euch nie genug dafür danken können, was ihr für mich getan habt. Aber ich bitte, bitte nehmt dies zum Zeichen meiner Dankbarkeit an. Feuersteintafel, das klingt, als können wir bald zu Himiko gehen. Das war meine einzige Verbindung zu meiner Vergangenheit. Aber jetzt, wo ich nach Hause zurückkehre, werde ich es nicht länger brauchen. Möge es euch bei eurer Reise helfen. Es ist nun Zeit. Zeit für mich zu gehen. Danke euch beiden. Danke dir, Großvater. Lebt wohl und hoffentlich sehen wir uns eines Tages wieder. Die fliegt jetzt nicht wirklich mit der Rakete ins... Oh Mann. So sehr ich dieses Spiel auch feier und liebe und so geil die letzte Passage auch war, Rakete und Weltraum und Aliens passen einfach null in diese Spielewelt. Das ist so random gerade, das ist echt schwachsinnig. Tut mir leid, das ist... Nee. Ich nehme diesen Preis nicht an! Ich hätte jetzt eigentlich gehofft, dass dieses... Besser. Ach man. Es ist trotzdem traurig. Nun, sie ist weg. Ich frage mich, wo sie wohl hingeht. Ich hoffe, das Bambusmädchen wird eine sichere Reise haben. Wo immer sie auch hingeht. Hey, Emmy, lass uns hier verschwinden. Wir haben uns ablenken lassen, als wir dem Bambusmädchen geholfen haben. Lass uns weitergehen. Wir haben noch etwas zu erledigen. Wir müssen diese Königin in die Mangel nehmen. Sie muss uns da so einiges erklären. Isun, da bin ich absolut deiner Meinung. Die Chemtrails müssen gestoppt werden. Sie sind nämlich immer noch da. Der Kaiser schließt zwar keinen Nebel mehr aus, aber die Chemtrails kommen noch von den Flugzeugen. By the way, ich bin, bevor es jetzt heißt, wie es bei Unge, ich bin kein Verschwörungstheoretiker und ich glaube auch nicht daran. So, weil anscheinend muss man ja heutzutage Satire überall kennzeichnen, weil sonst checkt ja keiner mehr. So. Kaguya, sie ist fort. Diese riesen Bambus-Spross-Rakete war ihre Wiege, um sie nach Hause zu bringen. Meine Gebete sind mit dir, liebste Kaguya. Ich habe niemals zuvor so an meiner Bambusware gearbeitet. Ich werde einen Bambuspalast bauen, bis Kaguya zurückkommt. Meine Gebete sind mit dir, liebste Kaguya. Oh, jetzt ist er voller Mut. Oh, das ist voll süß und traurig, oder? Also so behindert und dumm und schlecht diese Rakete ist und null in dieses Spielwerk passend, dass Kaguya jetzt ins All geflogen ist und so. Es ist aber auch echt herzerwärmend und traurig und alles. Das muss man dazu sagen. Es passt zwar nur in diese Spielewelt, aber es ist trotzdem auch irgendwie und irgendwo schön. Was ist das eigentlich? Das ist auch voll hübsch, die zwei Laternen hier. Kann ich was machen? Ja. Ich glaube, das wird hier auch nochmal irgendwann eine Pinseltechnik, wo ich noch keine Ahnung habe, was das mal wird. Aber ja. Und dann würde ich sagen, jetzt mit diesem... Das ist für mich auch so ein Questgegenstand, ne? Lol. Wo ist denn die? Hä? Seht ihr gar nichts? Ich sehe hier nur mein Lieblings-Item. Und... Was war das eigentlich? Matsutake-Pilz, der Gericht verbessert. Ich weiß gar nicht, was wir das mal gebraucht haben. Aber ja, wird es uns schon geben. So! Ja, dann gehen wir doch mal zurück zu Himiko und gucken, was die so weiß. Bin sehr... gespannt... Und, to be honest, ich so ein bisschen, also ab und an habe ich mir schon so ein bisschen gesträubt, Okami aufzunehmen. Ich meine, ihr habt es auch gemerkt, gegen Ende kam deutlich mehr Digimon als Okami. Aber jetzt, wo wir, ich glaube, ich meine, wir haben immer mehr, also wie viele Pinseltechnik haben wir denn jetzt noch übrig? Wie viele leere Plätze haben wir jetzt noch? 3 Stück. Das heißt, das Spiel neigt sich immer mehr dem Ende zu. Und ich bin echt gespannt, was da noch alles passiert. Und ich muss echt sagen, ich meine, ich habe von Anfang an schon gedacht, das Spiel wird ganz cool, weil ich meine, ich mag Wölfe. Es ist eigentlich schon ein Punkt. Ich mag Wölfe, deshalb ich, dass das Spiel gut wird. Aber ich habe, als ich das angefangen habe, dachte ich mir so, ja, weil es halt auch nur 20 Euro waren im PlayStation Store. Da dachte ich mir so, ja, so 20, 25 Parts kriegst du damit hin. Aber das ist wirklich ein Spiel, als der Musician in einem Video von ihm gesagt hat, dass es ein Spiel im Zelda-Ausmaß wird, dachte ich mir so, wow, krass. Aber ich finde es echt mega geil und ich, freue mich über die neue Folge und ich freue mich, wenn ihr euch das anguckt und ja.
ist ein echt tolles Spiel. So! Alle aber nochmal zum Palast. Zum Palast. Palast. Das war jetzt mega cool. Aber hey! Ja. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns nächste Folge doch nochmal das mit der guten Himiko an. Aber an dieser Stelle ist die heutige Folge dann leider auch schon wieder vorbei. Leute, wenn es euch gefallen, lasst einen Daumen nach oben, einen Kommentar, ein Abo da. Link zu anderen Projekten in der Endcard, Social Media, links in der Beschreibung. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren und das Video zu teilen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ja, was gibt denn dann noch zu sagen, außer tschüssi.